Nein, Dave auch noch da. Nein. Nicht die linke Legende, Dave. Dave, das ist ja absoluter Fiebertraum dort. Die Fronts, die fliegen zwischen den Anwälten. Über mir zu unsichtig. Hallo YouTube, es ist soweit. Shoyoka ist vor Gericht und ein Mann hat sie begleitet. Es ist der Alexander Boos. Darüber reden wir heute. Es soll ein sehr lustiges, ein gut aufgearbeitetes Video sein über den Gerichtsprozess, den zweiten Gerichtsprozess, den entscheidenden Gerichtsprozess vor dem Landgericht Frankfurt von Tobias Huch gegen Shoyoka. Wir gehen rein und kleben ihn an seinen Lippen. Es geht los. Oh, no, no, no. Ich habe Shoyoka und Tobias Huch getroffen, allerdings nicht direkt getroffen, sondern ich war heute Prozessbeobachter bzw. Öffentlichkeit vor dem Landgericht in Frankfurt am Main. Heute mein Prozessbericht. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, Rechtsanwalt aus Mainz und ich trage mal wieder ein weißes Hemd. Ja. Was eine Ansage. Warum trage ich ein weißes Hemd? Ich war bei Gericht und ich habe mir heute einen Prozess angeguckt, beziehungsweise zwei Prozesse, zwei mündliche Verhandlungen. Pierre Scholz gegen Tobias Huch. Zwei Größen der Social-Media-Welt, mit denen wir uns ja auch juristisch seit längerem Not gegen Elend immer mal wieder befassen. Wer ist, dürft ihr euch aussuchen. Und da waren heute zwei Verfahren und über die will ich berichten. Es ging einmal um die Widerspruchssache Tobias Huch gegen Pierre Scholz. Das war das Verfahren, wo Tobias Huch die einstweilige Verfügung gefangen hatte. Wir haben sehr ausführlich darüber berichtet. Betraf die Thematik mit der YouTuberin Der Equalist. Und zweites Thema war wohl eine neue Abmahnung. Davon wusste ich gar nichts, bis ich da war. Da ging es um verschiedene Aussagen, die man Tobias Huch hier untersagen wollte. Insbesondere geht es um die Thematik Hatefluencer und einige andere Aussagen. Mhm. Aber fangen wir am Anfang an. Ich bin davon ausgegangen, dass keine der beteiligten Parteien da ist. Es war aber tatsächlich anders. Alle Beteiligten waren da. Wow, ey, das hätte ich gern gesehen. Das war ja ein Bild für die Götter. Er im Raum. Tobias Huch steht hier. Shoyoka steht da, sie stehen sich gegenüber. Meine Güte, wäre jetzt noch KuchenTV dabei gewesen, ich wäre gekommen. Wirklich, ich hätte mich einfach auf den Boden gelegt und hätte alle Körperflüssigkeiten aufgenommen wie ein Teppich. Es wäre so herrlich gewesen. Oh. Also, Shoyoka war da, der Kollege Dr. Nick Sarafi war da, Rechtsanwalt von Tobias Huch, der ich Kollege Müller mich von Römer allem, was ich hier weiter sage. Rechtsanwalt von Pierre Scholz, Tobias Huch war da und war noch jemand da? Ja, Dave war noch da. Dave war noch da, genau. Nein, Dave auch noch da. Nein, nicht die linke Legende Dave. Alter, Dave, das ist ja absoluter Fiebertraum dort zu sein. Ach du heilige Scheiße, ey. Dave war auch noch da. Oh, schlimm. Für die Leute, die nicht wissen, wer Dave ist, das ist so ziemlich die... Der schlimmste Twitter-User jemals, der größte Shoyoka-Fanboy ever. Ja, der hängt ihr gefühlt 24-7 am Rockzipfel und wartet nur darauf, dass Shoyoka irgendwas postet, um seinen Support darunter zu schreiben. Ja, oder das noch mit seinem Schwurbel zu ergänzen. Das ist Dave, müsst ihr euch vorstellen. Also wirklich, es ist der absolute Anfang der Nahrungskette. Und noch jemand, der neben mich platziert wurde, um zu verhindern, dass ich irgendwelche Aufzeichnungen tätige. Aber dazu später mehr. Und ein Vertreter der Presse war da. Also viel Öffentlichkeit heute vorhanden. Ja, vier Personen waren Öffentlichkeit. Vier. Also doch nicht so viel. Verhandlungsbeginn war pünktlich. Ich bin kurz vorher in das Gerichtsgebäude marschiert, in gewohnter Lässigkeit. Und zeigte meinen Anwalt. Also ist er da reingeschlenzt. Das kann ich mir gut vorstellen. Stellt euch mal diesen berühmten Song vor. Da 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 da. It's the motherfucking beat. Ich erkenne den Text nicht, aber so stelle ich mir das vor, dass er da reinmarschiert ist mit seiner Sonnenbrille so groß wie sein Kopf. Vom Volumen her kann ich mir vorstellen, dass er dann so reinkommt. Du willst mit mir ficken, Junge? Komm her. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ausweis, mit dem ich durch die Sicherheitskontrolle durchkomme, beziehungsweise können dann dran vorbei.
Und da stand dann schon der Kollege Müller-Römer, den ich gleich erkannt habe und habe mich gefreut. Und da stand dann auch Shuyoka, ja, und Dave. Und Dave. Und wir standen hinter der Sicherheitskontrolle und der Kollege Müller-Römer kam gleich auf mich zu und hat mir die Hand hingestreckt und sagte sinngemäß, Achtung, das sind keine wortwörtlichen Zitate, aber so wie ich es in Erinnerung habe, Sie sind doch der Kollege, der immer die netten Internetvideos über uns macht. Und ich habe ihm die Hand geschüttelt und habe Hallo gesagt. Ja, so war das. Ich bin dann dieser kleinen Gruppe einfach hinterhergegangen, weil ich nicht genau wusste, wo die Verhandlung ist. Also ich wusste die Saalnummer, aber ich wusste nicht genau, wo ich lang muss. Ja, wir sind dann die Treppe hoch und der Kollege sagte zu mir, auch wieder sinngemäß, aha, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich gegen Sie vorgehe, aber Sie waren mir zu unwichtig. Ja, die Fronts, die fliegen zwischen den Anwälten. Sie waren mir zu unwichtig. Ja, der Müller-Römer, der ist bekannt dafür, nur die großen Fische anzugehen, der Mann. Ja, gegen so kleine Leute lohnt es sich nicht zu verlieren. Junge, die sind mir zu unwichtig. Die Fronts, die fliegen im Gerichtssaal. Guck mal, wie begeistert er ist. Es ist auch herrlich. Es ist echt jetzt schon Gold, das Video. Feier ich ja sehr. Echt? Oha, er hat sich in die Ecke gelegt. Ey, kleiner Profi-Tipp hier an den Boss. Es wäre noch cooler gekommen, hättest du dich... Moment. Es wäre noch cooler gekommen, hättest du dich nicht in dein Büro gelegt, sondern unter eine Dusche, Wasser drüber, das kommt noch verzweifelt darüber. Das wäre noch lustiger gewesen, ja. Ich wäre die Extrameile gegangen fürs Entertainment. Aber gut, du bist ja nur Anwalt und ich bin halt ein Spasti im Internet. Natürlich lehne ich mich mehr aus dem Fenster. Eieieiei. Echt jetzt? Also ich bin seit 2006, habe ich meine Anwaltszulassung. Ich habe schon so einige Sätze gehört, auch von Kollegen. Aber dieser war doch besonders herausragend, muss ich dazu sagen. Ich habe daraufhin erwidert, dass ich anraten würde, dass er das lässt. Woraufhin er dann sinngemäß meinte, ja, wahrscheinlich lasse ich es. Er hat dann noch geäußert, irgendwas in die Hinsicht, wenn man so einen Scheiß veröffentlicht. Ich weiß nicht genau, was er damit meinte. Vermutlich spielte er auf die einstweilige Verfügung an. In Sachen Scholz gegen Huch, ja, die wir ja hier besprochen hatten. Aber auch diesen Satz fand ich doch bemerkenswert. Also, dass der Müller-Römer sich gerade aus dem Fenster lehnt, also der Anwalt von Shuyoka, der halt sowas auf seiner eigenen Homepage so, also Texte veröffentlicht, mit denen er vor Gericht dann auch noch verliert teilweise. Also der hat ja, glaube ich, in 9 von 11 Punkten waren es, glaube ich, dass er verloren hat. Ja, ne, also dass der sich noch erdreistet, zu wem anders zu sagen, also dass das schlecht ist, was andere veröffentlichen. Wirklich, er ist der Godfather der schlechten Veröffentlichung. Zumindest so in der YouTube-Bubble mittlerweile. Der fucking Godfather. Ja, also wenn man so einen veröffentlicht. Ich mag so Begriffe wie Scheiß im Zusammenhang mit Kollegen nicht unbedingt verwenden. Deshalb äußere ich mich einfach mal so. Weißt du, wer schon mal irgendeinen Quatsch auf seiner Homepage veröffentlicht hat? Du. Also ein paar kleine Smalltalk-Austauschereien. Und dann sind wir weiter die Treppen hochgelaufen und der Kollege lief ein bisschen vor mir und ich fragte, kommen Sie gerade aus Köln? Und er meinte zu mir, klar, woher denn sonst? Vom Mond? Und lachte. Und ich habe dann für mich schon gemerkt, okay, Smalltalk ist vielleicht nicht so erwünscht. Und da ich direkt vor Shuyoka lief, habe ich mich dann umgedreht. Ich hatte ja gar nicht Hallo gesagt und habe dann gesagt, hey, hallo. Alles klar, wie geht's? Sowas sinngemäß, woraufhin mir dann entgegnet wurde, wiederum sinngemäß, ich glaube nicht, dass wir zwei etwas zu bereden hätten. Ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen getroffen, muss ich zu. Ich glaube, das würde sie auch zu mir sagen, oder? Chat, stell dich das Szenario vor, ich komme da rein in meiner grünen Glitzerjacke, Maske, Brille. Was würde Shuyoka zu mir sagen? Also, ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwas Beleidigendes wäre oder irgend sowas in diese Richtung, wenn sie sich nicht instant in mich verliebt. Das ist ja meistens, wenn mich Frauen angucken, dann ist es meistens so, verliebt! Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie sich nicht verliebt, Chad, was würde sie sagen? Sie würde lachen. Du bist so unwichtig, ja, based, ja. Du bist absolute Rotze. Ich bin eine Frau.
Ach, herrlich. Ach, so blöd. Zugeben, weil ich immer gedacht habe, ich habe mit keiner dieser beteiligten Personen irgendwie ein Problem. Die kennen mich alle überhaupt nicht. Ja, keiner kennt mich persönlich. Ich habe nie jemanden persönlich angegriffen, habe immer mich bemüht, objektiv über diese Dinge zu berichten. Und deshalb war ich da ein bisschen ärgerlich. Ich bin auch, also ich selbst bin auch nie persönlich geworden in der in der 11-monatigen antifeministischen Hetzkampagne. Erstaunlich. Ich hätte gerne mal mit ihr kurz gequatscht. Ich wollte sogar ein Selfie mit ihr machen. Ja, aber das habe ich mich dann tatsächlich nicht mehr getraut zu fragen. Oh. Ja. Na gut, wir sind weitergegangen und Ich hätte kamen auch dann gern vor den Selfie mit ihr. Landgerichtssaal. Und da stand dann auch Tobias Huch, ja, dem ich dann versucht habe, die Hand zu schütteln. Er hat das auch erwidert und sein Anwalt war da, Dr. Nick Sarafi. Auch dem konnte ich die Hand schütteln. Die waren beide freundlich zu mir. Wir sind dann auch los in den Gerichtssaal. Es ging ja gleich los. Vorher gab es noch eine kleine Diskussion, ausgehend vom Kollegen Müller-Römer, der sich ein bisschen beklagte, dass wohl der Kollege Dr. Sarafi noch kurz vorher einen längeren Schriftsatz an ihn übermittelt hatte, also kurz vor dem Termin. Wie ich es gehört habe, war das aber wohl eine Reaktion oder eine Erwiderung auf einen Schriftsatz, den er auch kürzlich noch eingereicht hatte. Also von daher, also übliche, es gab aber, es war dann schon eine gewisse Schärfe im Ton des Kollegen Müller-Römer. Auch hierzu muss ich sagen, das kenne ich so in der Regel nicht oder ich verhalte mich so nicht. Aber gut, das muss natürlich jeder selbst wissen. Der Prozess begann, wir gingen in den Saal. Als wir in den Sitzungssaal gingen, äußerte der Kollege Müller-Römer zu mir dann noch das hier. Sie schneiden das aber hier nicht mit, gell? Das wäre strafbar. Woraufhin ich entgegnet habe, vielen Dank für den Hinweis. Auch hierzu muss ich sagen, dass ich in meinen vielen, vielen Jahren. Sie wollen doch nicht noch mehr Texte auf Ihrer Homepage veröffentlichen, Herr Müller-Römer. Das ist in der Regel für Sie auch strafbar. Der natürliche Gegenfront. Als Anwalt noch nie einen solchen Hinweis bekommen habe. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, innerhalb eines Gerichtssaals irgendwie unbefugt Bild- und Tonaufnahmen Aha. anzufertigen. Von daher lasse ich das einfach mal so stehen. Also der Prozess hat. Er ist so ein richtiger Besserwisser. Also genauso schätze ich ihn ein, so das, was ich jetzt hier höre, so dass der voll der Besserwisser ist. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, irgendwie. Richtiger neunmal klug. So, ne? Gibt irgendwelche Informationen raus, nach denen keiner gefragt hat, die so offensichtlich sind. Meine Güte. Gegenfront, Sie können mich ja verklagen und verlieren. Sie können mich ja verklagen und verlieren. Das wäre ein Boss-Move. Ja, wirklich. Ey, wirklich, also der brauchte da echt so eine Sonnenbrille in der Tasche, die er dann immer rauspackt, wenn er einen Front macht. Na, 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 na. B-O-Double-G. Hatte noch nicht mal Snoop Dogg. begonnen und ich war schon von verschiedenen Seiten bedient worden. Ja, und als ob das Junge, noch nicht Junge. genug wäre, meinte der Kollege dann beim Reingehen noch zu einer noch anwesenden Person. Ich glaube, die kam mit der Gruppe um Shoyuka rum. Ich weiß aber nicht, wer das war. Hier, setz dich mal neben den. Pass auf, dass der nicht mitschneidet, so sinngemäß. Das hat aber spaßig gemeint, gell? Habe ich auch gelacht. Also großartig. War ein Scherz vom Kollegen, gell? Nur bin ich halt kein Freund großer Scherze. Der Prozess startete dann mit dem ersten Teil, also das erste Verfahren. Und das war die Thematik Shoyoka gegen Tobias Huch. Und zwar wegen insbesondere einem Unterlassungsbegehren wegen Ausdrücken wie Hatefluencer. Ja, das hatte Tobias Huch ja auf einer GoFundMe-Seite hier geäußert. Da geht es aber nicht nur um Shoyoka, sondern auch um andere Leute. Und das ist eben eine Äußerung, wo man von ihm Unterlassung begehrt. Und insgesamt ging es um sechs Äußerungen. Es drehte sich unter anderem auch um die Thematik mit dem Streamer Skuros. Und da geht es ein bisschen um die Thematik, wurde hier sexuelle Belästigung vorgeworfen. Shoyoka sprach ja nur von Belästigung. Und diese ganzen Einzelheiten zu dem Umstand waren da Thema. Zusammenfassend geht es um zwei Videos und die besagte GoFundMe-Webseite, wo verschiedene Äußerungen angegriffen werden. Und insbesondere wendet sich Shoyoka dort gegen Behauptungen, sie habe antisemitische Äußerungen getätigt. Ja, um all diese Kontexte ging es in dem Verfahren. Das Gericht hat zunächst darauf hingewiesen, dass hier prozessual Bedenken an der Zulässigkeit gerügt wurden. Das Ganze deshalb, weil Shoyoka diesen Antrag nicht mit einer richtigen ladungsfähigen Anschrift eingereicht hatte, sondern das Ganze mit einer CO-Adresse, die auf ihr Management lautet. Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass so etwas durchaus riskant ist, dass man es hier aber im Einzelfall wohl zulassen würde. Das kann ich aber nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass wenn sie Schriftsätze rausschickt,
wo halt nicht ihre eigene Adresse drauf ist beispielsweise, ne? Weil, also, ihre Adresse soll logischerweise nicht nochmal geleakt werden oder sowas, ne? Weil die musste ja schon mal umziehen, also da kann ich schon nachvollziehen, dass sie da vorsichtig ist, ne? Also da finde ich gut, dass das Gericht jetzt auch jetzt nicht deshalb diese Sache abschlägt, so, ne? Also da muss ich sagen, finde ich, auch wenn es pro Shoyoka ist, finde ich eine gute Entscheidung vom Gericht am Ende des Tages, weil an sich, es gibt bestimmt irgendwelche Dullis, die, wenn das öffentlich kommt, die bei Shoyoka klingen würden oder das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also irgendwelche Idioten gibt es ja immer, ne? Und da muss man die Leute einfach vor schützen, ne? Und alles, was da irgendwie, alles, was da Richtung Datenschutz geht, würde ich erstmal begrüßen. Ich meine, so am Ende des Tages ist es ja auch nur eine formelle Sache, so, ne? Muss man einfach mal dazu sagen. Das Gericht hat weiterhin gesagt, dass auch Frankfurt oder die Rechtsprechung an sich in der Regel sehr streng ist, dass es aber Ausnahmen gäbe und das Gericht hält eine hier für einschlägig. Und man will die Angelegenheit hier in der Sache entscheiden und nicht an solchen Zulässigkeitsvoraussetzungen scheitern lassen. Ja. Entschuldigung. Ja, es ist einfach formell falsch, ne? Aber ja, Deutschland halt, ne? Da muss alles formell sein. Hat er darauf hingewiesen, dass in Absprache auch mit dem LKA man ihr nahegelegt hätte, die neue Anschrift hier nicht entsprechend auch für den Prozess anzugeben. Da war dann von verschiedenen Drohungen die Rede, auch von Bombendrohungen und so weiter. Und das Gericht, so hatte ich den Eindruck, hat dies als ausreichend erachtet und möchte hier eine Entscheidung in der Sache treffen, ob man eben Tobias Huch hier diese Aussagen untersagt oder nicht. Gegenstandswert für dieses Verfahren wurde festgesetzt vom Gericht auf 60.000 Euro. Das heißt, 6 Äußerungen zu je 10.000 Euro. Das Gericht hat sich dann noch kurz mit der Frage auseinandergesetzt, ob man hier wohl nach dem UWG vorgegangen ist, ja, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, und hat darauf hingewiesen, dass man das hier eher nicht für anwendbar hält, hat einen sehr interessanten Hinweis gegeben, wenn wir hier auf UWG kommen würden, und da gilt ja ein sogenanntes Sachlichkeitsgebot, dann würde das wohl dazu führen, dass beide Kanäle, also von Shoyoka und Tobias Huch in der jetzigen Form, so nicht weiter betrieben werden könnten. Und das Gericht sagte auch, dass das dann wohl für jeden Kanal, der sich entsprechend so positioniert oder Reaction-Videos macht und gegen dieses Sachlichkeitsgebot verstößt, da entsprechend betroffen wäre. Also UWG-Ansprüche hatte ich mal in meinem Video in Bezug auf die Abmahnung Shoyoka gegen KuchenTV schon geäußert. UWG aus meiner Sicht hier nicht anwendbar. Und so dürfte das im Ergebnis auch das LG Frankfurt dann sehen. Die Folgen, wie gesagt, wären fatal, denn dann ist ein völlig anderer Maßstab anzusetzen. Dann gilt nicht mehr Meinungsfreiheit oder sowas, sondern Sachlichkeitsgebot, was viel, viel strenger ist als die Grundsätze der Meinungsfreiheit. Na? Das Gericht hat sich dann auch mit weiteren Aussagen, die hier im Streit... Okay, habe ich das richtig verstanden, dass wir Reaction-Streamer vorerst fein raus sind, ja? Sind wir erstmal raus, meine Damen und Herren. Habe ich das richtig verstanden, ja? In meinem Laienverständnis. Standen auseinandergesetzt, insbesondere um den Vorwurf, den Tobias Huch hier wohl geäußert hatte, dass Shoyoka hier Hass verbreitet, wohlgemerkt in einzelnen Teilen, ja? Also er sprach nicht von ihrem ganzen Kanal, sondern er sprach eben von bestimmten Teilbereichen. Hier hat das Gericht gesagt, das ist zwar eine Meinungsäußerung, es hat aber schon einen tatsächlichen Einschlag. Das Gericht meint hiermit wohl, dass es schon auch in Richtung Tatsachenbehauptung gehen könnte. Aus meiner Sicht bleibt es aber trotzdem Meinungsäußerung. Das Gericht wird sich dann entsprechend damit befassen. Das Gericht ist leider nur sehr kurz aus meiner Sicht auf die rechtlichen Fragestellungen eingegangen. Man hat es dann vorgezogen, und das fand ich eigentlich auch sehr gut, dass man zu einer gütlichen Einigung der Parteien dringend angeraten hat, weil man eben sagt, passt auf, sonst geht das Ganze hier immer so weiter, egal wer jetzt das eine Verfahren oder das nächste gewinnt, dann kommt wieder eins und wäre es nicht klüger, wenn ihr euren Streit hier endgültig beilegt. Und der Vorschlag des Gerichts war in erster Linie eigentlich genial, aber auch vielleicht ein bisschen schwierig umzusetzen. Die haben nämlich vorgeschlagen, verpflichtet euch doch beide. Die sollen sich beide einfach die Hand reichen und einen Podcast machen. Die beiden. Und das nennen wir dann Herz und Herzlich. Dass ihr einander in Ruhe lasst. Keiner wird den anderen mehr erwähnen in seinen sozialen Medien. Ja, so war der Vorschlag. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass die Seite von Tobias Huch überhaupt nicht abgeneigt war. Die Seite von Shoyoka aber schon. Man wollte dann darauf hinaus, dass das nur ginge, wenn trotzdem die angegriffenen Äußerungen hier zusätzlich untersagt werden. Das Gericht hat dazu gesagt... Also die sollten dann untersagt werden, aber die haben doch eine Vereinbarung, dass Tobias Huch sich gar nicht mehr äußert. Das heißt, er kann ja diese Sachen dann auch nicht mehr sagen, oder? Oder geht es halt darum, dass sie auch nicht möchte, dass halt irgendwer anders die Sachen sagt, ne? Weil theoretisch könnte es ja dann noch wer anders sagen, ne? Nur weil der Tobias
Huchstreit dann aus der Welt ist, heißt ja nicht, dass die anderen Streits dann aus der Welt sind, logischerweise. Ne? Also das ist auf jeden Fall, ja, interesting. Ich dachte, das wäre dann nicht mehr nötig, denn ein solcher Vergleich, der beinhaltet, keiner nennt den anderen mehr, der würde das ja auch mit umfassen. Mhm. Die Seite von Shoyoka wollte dann zusätzlich aber noch haben, wenn man sowas überhaupt geht, dass alle Videos, die sie betreffen, rausgenommen werden. Und da gestaltete sich das Ganze dann auch etwas schwierig. Der Kollege Dr. Sarafi ging eher dahingehend, dass man sowas für die Zukunft auf jeden Fall machen könnte. Der Kollege Müller-Römer wurde dann mehrfach zu dem Vergleichsvorschlag angehört, hat dann auch viel danach gesprochen. Es blieb dann dabei, dass sich eine solche Einigung nicht finden ließ. Also wie gesagt, mein Eindruck, die Seite von Tobias Huch war durchaus gewillt, in so eine Richtung für die Zukunft zu gehen. Zusammenfassend ließ sich hier keine Einigung finden. Man hat das Ganze trotzdem ins Protokoll aufgenommen, dass man einen solchen Vergleich angeregt hat für eine Dauer von 3 Jahren und dass das abgelehnt wurde von den Parteien. Eine Sache fiel mir dann noch auf im Rahmen dieses Prozesses. Der Kollege Müller-Römer sagte dann zum Kollegen Dr. Sarafi: Sayle Nova, ich danke dir. Im Dienste der Wissenschaft, mein Freund, hast du gut gemacht, ja? Nachdem da ein bisschen ein Diskurs stattfand, Herr Sarafi, Klappe halten. Auch ein Satz, den ich in dieser Form so vor Gericht noch nicht gehört habe. Das ist ein Kritikpunkt, was ich an der Prozessführung heute mitteilen muss. Ich habe viele, viele Verhandlungen im Laufe meiner beruflichen Existenz mitbekommen und ich drücke es mal so aus, ich habe schon einige Verhandlungen erlebt, wo die Prozessführung etwas strenger war in der Hinsicht, dass da ein bisschen mehr Ordnung geherrscht hat. Das betraf auch eine gewisse Person, die als Begleitung für die Shoyoka-Seite dort war. Neben ihr, also auf der Klägerseite, auf der Antragstellerin-Seite, auch mitsaß und dort stetig auch Kommentare bringen durfte, obwohl er kein Prozessbeteiligter war. Das sind Dinge, das mag ich eigentlich so nicht. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass... Wie, warum durfte der einfach Kommentare bringen? Ja, und der durfte zwischendurch Sachen einwerfen oder was? Und bei Nick Sarafi, der Anwalt ist von Tobias Huth, hat man gesagt, Klappe halten oder was? Es ist ja selten dämlich. Das ist ja unfassbar. Dass ich auch nochmal dann erwähnt wurde vom Kollegen und das Gericht das wohl relativ amüsant fand. Ja. Mir ist weiterhin aufgefallen, dass in dem Prozess, das erste Verfahren hat über 2 Stunden gedauert, sehr viel auch über... Ach so, sorry, habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Also, okay. Ich war gerade anscheinend wieder abgelenkt, da war wieder ein Schmetterling. Dave hat das eingeworfen. Dave! Es ist ja richtig cringe. Jetzt verstehe ich, was sie mit cringe meinte. Das ist ja richtig schlimm. Das Gericht dachte sich wohl besser als Trash-TV. Wirklich, stell mal vor, der Richter saß da so mit seinen Richterlocken wie im Film und nascht so Popcorn nebenbei. Ja, so wie Honeypoo. Über sachfremde Themen gesprochen wurde. Es ging viel um Skurrus, es ging viel um Kuchen-TV und sehr, sehr wenig um die tatsächlich angegriffenen juristischen Äußerungen. Das fand ich persönlich etwas schade. Bleibt mir nur noch zu erwähnen, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass der Kollege Müller-Römer hier auch geäußert hatte, KuchenTV hätte ja schon etwa 350 Videos gemacht und er bezeichnete ein solches Vorgehen von KuchenTV als besessen und krank. Na, auch hier wieder der dringende Hinweis. Was hat das damit zu tun? Was hat das aber mit den Äußerungen von Tobias Huch zu tun, dass KuchenTV 350 Videos gemacht hat? Verstehe ich auch nicht. Aber gut, okay. Vor Gericht gibt es sowas wie ein Sachlichkeitsgebot. Und da habe ich mich in meiner juristischen Karriere eigentlich immer dran gehalten. Ich persönlich finde es schade, dass es keine Einigung zwischen den Parteien hier gab. Ich glaube schon, dass sowas möglich gewesen wäre. Ich sehe aber auch die faktischen Probleme bei einer solchen Einigung, gerade in Bezug auf Äußerungen, die schon getätigt wurden, Sachen, die in der Vergangenheit sind und so weiter. Ja. Der Kollege Müller-Römer hat beiläufig auch noch angekündigt, dass er ja gegen KuchenTV verloren hat. Das betrifft das Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig und dass er dort wohl auch noch in die Berufung gehen muss. Zu der wesentlichen Aussage des Hatefluencers hat das Gericht durchblicken lassen, dass das auf jeden Fall Meinungsäußerung ist und da schließe ich mich auch an. Allerdings, das darf ich auch nicht unterschlagen, hat es das im Zusammenhang mit den Vergleichsgesprächen gebracht, um dem Kollegen Müller-Römer und der Shoyoka-Seite zu signalisieren, das ist hier kein sicherer Sieg. Und ein Gericht versucht natürlich dann, die Sache gütlich zu einigen und da auch entsprechend Argumente reinzubringen. Deshalb kam dieser Hinweis.
Hatefluencer ist natürlich Meinungsäußerung. Das Gericht wird nun zu beurteilen haben, ob diese Aussage zu hart ist oder noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ja, also ob es in den Bereich Schmähkritik... Na, Hatefluencer. Also ich persönlich würde jetzt auch Shoyoka nicht als Hatefluencer bezeichnen, weil, na, ich verstehe, wie man den Bogen bekommt, dass man da hinkommt, okay. Ne, also, aber also ich würde Shoyoka jetzt ehrlich gesagt auch nicht als Hatefluencerin bezeichnen. Ne? Also jedenfalls nicht ernsthaft, so ironisch vielleicht, so weißt du, ne? Aber ich glaube, Tobias Huch hat das ja schon in einem ernsteren Kontext gemacht. Von daher, ja, also Hatefluencer. Ne, aber ne, also ich, also so für mich würde es auch halt unter Meinungsäußerung fällen. Ne? Wenn man der Meinung ist, dass Shoyoka halt Hass verbreitet und das gefühlt sehr, sehr viel, dann auf Hate-Influencer zu kommen, ist irgendwie naheliegend, aber Geht oder nicht. Meine Meinung, keine Schmähkritik, aber das werden wir kurzfristig erfahren, denn eine Entscheidung ergeht noch am heutigen Tage. Das Gericht hat auch darauf hingewiesen, ein solch lang andauernder Internet-Beef mit zwei oder mehr Beteiligten ist in der Regel schwer bis nicht justiziabel. Das ist auch ein Satz, der mir sehr in Erinnerung blieb. Es wurden dann die Anträge aufgenommen, wie üblich am Schluss der Verhandlung. Die Vorsitzende Richterin Dr. Frost übrigens meinte, geiler wir hätten Name. Jetzt bereits 2 Stunden über diese Dinge geredet und wir gehen jetzt zur nächsten Sache. Also in dieser Sache alles offen. Soweit ich die Anträge mitbekommen habe, also die hier beanstandeten Aussagen, ich kenne ja die Schriftsätze nicht, die zwischen den Parteien ausgetauscht wurden und ich kenne auch die Antragsschrift von Shoyoka hier nicht, aber die Punkte, die ich mitbekommen habe, gehe ich davon aus, dass das eher zugunsten von Tobias hochrechtlich ausgehen wird. Aber ich sage es nochmal dazu, ich kenne nicht alle 6 Anträge, die da gestellt wurden, alle 6 Aussagen. Deshalb bleibt das abzuwarten. Die Äußerung, die ich mitbekommen habe, wie die Geschichte mit dem Hatefluencer. Leute, wann kommt denn das Urteil? Wann kriegen wir denn das Urteil? Freunde, das würde mich mal interessieren. Das wird ja herrlich. Da bin ich echt gespannt. Halte ich jedenfalls für von der Meinung. Moki blockiert Kuchen bei Twitter. Warum das denn? Also ich kann verstehen, warum man Kuchen generell blockiert, aber warum jetzt? Äußerungsfreiheit gedeckt. Und kam so dann zum nächsten Verfahren, das Widerspruchsverfahren in Bezug auf die einstweilige Verfügung, die Shoyoka gegen Tobias Huch ja bereits erwirkt hat. Ich mache das gerade mal auf. Gucken, da ging es hier rum. Das waren diese Aussagen hier. Nach KuchenTV und mir haben sie versucht, ein junges jüdisches Mädchen in den Suizid zu treiben. Da nenne ich konkret Shoyoka, ihre Chancen gesehen, Schaden anzurichten und sie haben den Selbstmord dieses jungen Mädchens billigend in Kauf genommen. Und dazu muss ich sagen, wenn jemand wie eine Shoyoka es billigend in Kauf nimmt, dass sich ein junges Mädchen am Ende umbringt. Über diese Aussagen ist kurz auch inhaltlich gesprochen worden. Tobias Huch hatte hier klargestellt, dass es ihm immer darum ging, dass die Bubble hiermit gemeint war und nicht Shoyoka selbst. Und es gab hier auch noch einige Diskussionen, auch von Seiten des Gerichts, ob hiermit jetzt gemeint war, sie würde jemanden in den Selbstmord treiben oder sie habe eben den Tod billigend in Kauf genommen. Da wurde dann ein bisschen hin und her diskutiert. Mhm. Die Kammer hat klar gemacht, dass sie die Aussagen für sehr krass hält und auch für Schmähkritik und dass sie bisher auch nach neuem Vortrag, den die Seite von Tobias hochgebracht hat, hier immer noch keine Anhaltspunkte sieht, die für das Gericht hier Anlass geben würden, die Sache hier anders zu beurteilen. Das heißt, aus meiner Sicht hat das Gericht zu erkennen gegeben, dass man zumindest Stand der Verhandlung auf dem Standpunkt steht, dass man diese einstweilige Verfügung nicht aufheben wird. Das ist natürlich krass. Das ist ein riesiger Punkt. Ich hatte ja die Sachen auch in meinem Video thematisiert, in der Zerstörung von Shoyoka in dem 41-Minuten-Bomber, habe ich auch darüber geredet, dass ich die Aussagen persönlich auch zu krass finde. Aber also theoretisch bei... Also Schmähkritik darf ja eigentlich keine wahre, also keinen wahren Tatsachenkern haben im Prinzip. Ne? So habe ich das jetzt verstanden. Ne? Wenn man Satire macht, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ne? Wenn man nicht Schmähkritik, wenn man im Prinzip, dass es unter Satire theoretisch fallen würde, ne? Weil es einen wahren Tatsachenkern hat. Oder wie wollte er sich da im Prinzip, ne? Unter welchen Deckmantel? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Hinterkopf, wollte er sich da mit Schützen im Prinzip, ne? Also er wollte nicht, dass es als Schmähkritik gilt, sondern als was? Ich habe es einfach vergessen, obwohl ich ein Video dazu gemacht habe. Perfekt, ne? Aber wie gesagt, ich fand die Aussagen auch krass. Ich würde die Aussagen so auf jeden Fall nicht bringen. Deshalb habe ich es ja auch kritisiert in meinem Video. Aber ich hätte echt gedacht, dass das hier jetzt vor Gericht also anders ausschaut.
Aber gut, so kann man überrascht werden, ne? Ich hatte in meinem letzten Video dazu ja schon gesagt, dass das ja ein Widerspruchsverfahren ist. Und das heißt, die Kammer, die auch die erstinstanzliche Entscheidung getroffen hat, überprüft quasi ihre eigene Entscheidung. Das heißt, es kommt in der Praxis nicht sehr häufig vor, dass ein Gericht seine eigene Entscheidung abändert. Es kann aber vorkommen, ja, wenn ein neuer Sachvortrag kommt. Das Gericht hatte nun zu erkennen gegeben, sie sehen das bisher nicht. Ich habe aber auch so rausgehört, dass da noch einiges an Schriftsätzen ist, was man sichten muss. Da bleibt also ab. Aber warte mal, ist das jetzt schon die nächste Instanz bei Landgericht Frankfurt? Weil es war ja letztes Mal auch das Landgericht Frankfurt. Weil Tobias Huch wollte ja in die zweite Instanz gehen. Ne, also zu einem, im Prinzip, ich sage es mal, fähigeren Gericht. Ach, das ist immer noch der erste. Okay, ja, logischerweise werden die da nicht zurückrudern. Okay, Tobias Huch meinte ja, in nächster Instanz werden sie dann da angreifen bei fähigen Richtern im Prinzip. Ah, okay, okay, alles klar. Geht zum Oberlandesgericht, das ist die zweite Instanz. Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Also das hier ist jetzt gerade noch ein Video über das, was wir schon wissen, über das Erste im Prinzip. Also ist das, worüber ich das Video gemacht habe, oder ist danach, das war jetzt Berufung? Ja, aber immer noch beim Landgericht. Okay, ich glaube, jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand. Immer noch Landgericht, aber Berufung und das Oberlandesgericht kommt noch. Okay, ich dachte gerade, das wäre schon die nächste Instanz, also das Oberlandesgericht. Ich bin lost, tut mir leid. Okay, wenn das dasselbe Gericht ist, dann kann ich es natürlich nachvollziehen, dass das Gericht da, okay, wenig Einsicht zeigt. Okay, klar, logisch, ne? Weil das hat mich auch gewundert. Okay, abzuwarten. Sorry. Und sorry, Leute, ich verneige mich in Ehrfurcht, ja? Dankeschön, dass ihr aufpasst. Kuss, kuss. Von Seiten von Tobias Huch hatte ich ja auch schon gehört, dass man das hier eher in der nächsten Instanz versuchen möchte. Okay, ja? Klar. Also da bleibt abzuwarten. Mein Eindruck war, vermutlich keinen Blumentopf zu gewinnen. Aus den Aussagen von Tobias Huch konnte ich auch entnehmen, dass er die Aussagen eigentlich so gemeint hatte, dass er das auf die Bubble bezieht und nicht konkret auf Shoyoka selbst. Also da bleibt abzuwarten, wie das Gericht heute noch entscheiden. Ich persönlich glaube, dass Shoyoka hier unter dem Strich, vielleicht zum Teil, vielleicht komplett, in dieser zweiten Sache hier auch heute gewinnen wird. Ja, ich glaube nicht, dass das Landgericht Frankfurt hier seine eigene Entscheidung abändert. Ich hatte in meinem langen Video dazu erzählt, ich habe rechtlich Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dieses Beschlusses. Ich habe auch verschiedene Sachen dargestellt. Und dabei bleibt es auch, aber das Gericht beurteilt. Brain Ovulator 2, es schreibt, 2 Minuten nicht aufgepasst, da hat meine Katze mein Essen angefressen. Du, Schätzelein, wenigstens hat deine Katze nicht deine andere Katze gegessen. Das ist ja auch schon mal gut. Ja, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Influencer, bei dem ist das schon mal vorgekommen. Ja. Urteilt es eben heute so. Starker Mann, Wormscott, ja? Der Mann passt auf, der Wormscott. Ne? Da ist keiner, der mich hier Lappen nimmt. Insbesondere mit zwei der beanstandeten Aussagen hatte ich ja Probleme, weil sie aus meiner Sicht schon inhaltlich diesen Vorwurf nicht erfüllen, sondern sich auf was anderes bezogen. Aber schaut euch dazu gern mein langes Video an. Ich glaube, wenn das abgeändert wird, dann müsste das in der nächsten Instanz passieren. Ob die Parteien es dann dahin treiben oder nicht, das bleibt abzuwarten, denn das Ganze kostet natürlich auch Zeit und Geld für 3 Aussagen, die vielleicht unter dem Strich, ja, man dann einfach unterlassen könnte. Aber das bleibt den Parteien oder in dem Fall dann, wenn es wirklich so ausgeht, Tobias Huch überlassen. Es gab dann im Anschluss noch einige Diskussionen, wer was wann gesagt hatte. Also auch da bleibt es abzuwarten, ob sich das Gericht dann nochmal entsprechend mit auseinandersetzt oder ob das zu einer abweichenden Entscheidung führen kann. Mir ist aber auch aufgefallen, dass hier teilweise Formulierungen verwendet wurden, auch von Seiten des Gerichts, im Hinblick auf in Suizid treiben, in Selbstmord treiben und so weiter, die gar nicht so genau dem Wortlaut des Beschlusses entsprochen haben. Daraufhin hat der Kollege Dr. Sarafi dann auch nochmal sich den Beschluss auf dem Laptop aufgerufen und hat diese Passage nochmal vorgelesen. Und da hat sich für mich ein bisschen der Eindruck aufgedrängt, dass man da vielleicht nochmal schauen muss, was genau da wirklich untersagt war und wie das gemeint war. Ich hatte ja in meinem längeren Video dazu auch verschiedene Anknüpfungspunkte dazu gehabt. Die bezogen sich auch immer auf Grammatik und darauf, wie solche Sachen gemeint sein können. Und dass sich da schon viel auch auf diese Bubble bezogen hat, aus meiner Sicht. Ja, aber warten wir ab, wie das Gericht entscheidet. Ja, nach etwas über 2,5 Stunden war das ganze Verfahren dann auch beendet und man ging seiner Wege. Ja, so war das. Also ein sehr spannender Tag. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und es war für mich als
Normalmenschen natürlich auch interessant, mal diese, ja, zumindest auf YouTube- oder Twitch-Ebene relativ berühmten Persönlichkeiten da zu sehen. Fand ich ganz cool, wenn ich auch einige Entschuldigung, dass ich jetzt hier unterbreche wegen Annie the Duck, aber Dorcas de Hell schreibt von Twitter, wir müssen uns der Hetze gegen Annie the Duck entgegenstellen. Hier soll eine Flinter-Plus-Person gezielt mundtot gemacht werden, wie schon Shoyoka. Auch einzelne, eigentlich progressive StreamerInnen spielen das Spiel der Rechten mit. Ein völlig falsches Signal. Wer zum Teufel hat das gepostet? Es ist ja ein absoluter Autounfall. Ach, du heilige Scheiße. Och, Mann. Foto der Richterin gefällig. Neo the Sol, die heißt doch Frost. Ich kann mir vorstellen, wie sie aussieht. Moment, ich zeige euch das mal. So stelle ich mir die Richterin vor, tatsächlich. So, ne? Da haben wir sie hier, ne? So, ne, als Frost hier, ne? So stelle ich sie mir vor. Negative Äußerungen abbekommen habe, wobei ich gar nicht so genau weiß, warum. Was ist jetzt abschließend dazu zu sagen? Zwei Verfahren, viel Inhalt, für meinen Geschmack zu wenig Juristisches besprochen worden, viele unsachliche Aussagen, speziell in meine Richtung heute, fand ich unnötig, ist auch gerade, ich war ja heute nicht vor Gericht beteiligt, aber wenn ich vor Gericht bin, bin ich da in der Regel sehr sachlich. Also es gibt keinen Grund, da irgendwie ja, in bestimmte Verhaltensweisen zu rutschen. Muss aus meiner Sicht nicht sein, deshalb habe ich es auch hier erwähnt. Mir persönlich ist das wurscht, aber ja. Wie gesagt, ich hätte... Junge, diese Einschnitte von ihm, die sind ja vogelwild. Die kommen nochmal ganz besonders böse, weil er sonst so der seriöse Typ ist. Junge, Junge, Junge. Hat er jetzt einen Comedy-Writer oder was hier? Der hat ja richtiges Talent. Ja, der könnte mit so einer grünen Jacke, der würde direkt meinen Channel übernehmen, der würde viral gehen. Mashallah. Ich hätte es mir irgendwie anders gewünscht, aber es war eben nicht so. Bald kommen die SpongeBob-Clips, genau DC. So, warum jetzt gerade ich da irgendwie für irgendeine dieser Parteien relevant sein sollte. Also, unpopular opinion, aber so Alexander Boos, so zum Gamer des Jahres 2024 würde ich schon fühlen, oder? Würde ich schon fühlen. Der hätte es auf jeden Fall mehr verdient als die meisten. Sagen wir mal so. Erschließt sich mir nicht so ganz. Noch eine Anekdote zum Schluss. Ich bin dann zur Richtung Ausgang gegangen. Da stand Moin Dave, David, grüß dich. Ich habe zu ihm gesagt, tschüss. Woraufhin er mir dann hinterher rief, das sind die Leute, für die sie sich einsetzen. Ich setze mich da für überhaupt niemanden ein. Der Einzige, für den ich mich einsetze, bin ich selbst. Und ich berichte über juristische Sachverhalte und ich stelle die so dar und erkläre die so, wie ich das für richtig halte. Und meistens liege ich damit ja auch nicht so verkehrt. Ja. Also, war auch eine unnötige Aussage, steht aber jedem frei. Meine Antwort zu ihm war das. Und dann bin ich... Ihr müsst euch vorstellen, er hat immer in einem Glas 1500 Grillen dabei, um den Joke zu bringen, ja. Macht er dann auf und dann hört der Gegenüber einfach nur das Grillen zypen. Das ist die beste Antwort. Einfach gar nichts gesagt. Der schlagfertige Boos. Weißt du so, theoretisch würde man jetzt sagen, er ist nicht sonderlich schlagfertig, aber er schafft es das, in einem Video so rüberzubringen, als wäre das jetzt ein super Front gewesen, einfach gar nichts zu sagen. Also auch stark. Also normalerweise ist Schlagfertigkeit cool, aber heute, er hat es irgendwie geschafft, uns das so zu verkaufen, dass einfach nichts zu sagen cool ist. Bin ich gegangen. Also so war das und ein spannender Prozesstag ging zu Ende. Abschließend will ich auch noch sagen, dass ich den Vorschlag des Gerichts, ich weiß, wie Gerichte ticken so ein bisschen und da versucht man natürlich irgendwie eine Gesamtlösung herbeizuführen. Deshalb fand ich den Vorschlag gut. Ich fand es auch gut, dass die Hochseite aus meiner Sicht da schon sehr aufgeschlossen war. Es hat am Schluss nicht funktioniert. Das ist dann eben so. Dann geht das eben weiter. Es hätte sicherlich viel Ärger für die Zukunft auch erspart. Ansonsten, ganz menschlich, habe ich ja gesagt, cool, die Leute mal zu sehen. Sehen genauso aus wie im Internet. Also ich hatte keine der beteiligten Personen vorher jemals gesehen. Genau, Keko, habe ich auch. Und von daher war das schon sehr interessant. Und schön, dass es halt so um die Ecke war in Frankfurt, auch wenn der Himmel wirklich weinte heute. Ja. Und das war sicherlich, weil Shoyoka kein Selfie mit mir machen wollte. Den Kollegen Müller-Römer hätte ich auch. Ja, auch sehr merkwürdig, wenn Shoyoka mit ihm Selfie machen würde. Das wäre also fiebertraummäßig. Auch gefragt, aber nach den Äußerungen wollte ich das dann nicht mehr. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist auch so schlimm, dieses... Das mache ich jetzt auch.
Ja, Leute, war ein geiles Update auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall gefühlt, dass er uns da mal durchgeführt hat durch die Berufung. Sehr, sehr interessant. Ne, zwischendurch war ich mal auf dem falschen Trichter, aber wie gesagt, ist ja noch alles offen vom Oberlandesgericht. Ist schon klar, dass das eigene Gericht nicht die eigene Entscheidung in Frage stellt. Wahrscheinlich in den meisten Fällen. Das ist eher ungewöhnlich. Aber ja, wir bleiben gespannt, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass Sie bis hierhin zugeschaut haben. Lassen Sie gerne einen Kommentar da für den Algo, wo Sie uns... wo er mir ein bisschen mehr über Dave erzählt. Das ist meine Lieblingsperson. Ja? Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, die Müsli, und bis deine Antenne. Und ich mache das genau wie Alexander Boos.